morgens esse ich Cornflakes und abends esse ich Brot. Und wenn ich lange genug gelebt hab, dann sterbe ich und bin tot. Ja, so ist das mit dem Leben. Gar nichts hält für immer. Nur die Frage nach dem Tod, wird es da besser oder schlimmer? Müßig ist es, darüber nachzudenken. Die Zeit, die man dafür investiert, die kann man sich auch schenken. Darum denk nicht an das Wiedert und die ganzen Dinge dann. Es gibt so viele schöne Sachen, die man jetzt schon machen kann. Ja, ich zum Beispiel spare gerade für einen dritten Rückspiegel am Bonanza-Rad. Dazu eine Rolle Geld, schwarzes Lenkerband. Seit Wochen sammle ich dafür schon den Flaschenpfand. Das technische Niveau unserer Zivilisation findet Erscheinung auf der Mittelstange Manifestation. Und genau aus diesem Grunde ist mein ganzer Stolz an eine neue Schaltkonsole aus Sandelholz. Ich hab vier Gänge und einen Leerlauf. Das bedingt, dass sich der Fußgänger die Haare rauft. Denn die Fußgängerzone, das ist mein Revier. Und für jeden Überfahrenen gibt's eine Kerbe zu Zier. Oma zählt halb, Frau mit Kind zählt zwei. Und Hund oder Katze sind mit einem Punkt dabei. Wenn ich mit 30 km/h auf mein Opfer zu rase, läuft mir Adrenalin aus Ohren, Mund und Nase. Den ganzen Lenker voller Kerben, das ist mein Ziel. So manche Einkaufstour endet unter meinem Profil. Trill ich in die Pedale, dann glühen die Reifen. Ich spiel das Kumpel noch Zebrastreifen. Ich fahre mit dem Monatarrad durch die Hansestadt. Ich fahre mit dem Monatarrad durch die Hansestadt. Ich fahre mit dem Monatarrad durch die Hansestadt, damit ein jeder sieht, was für ein geiles Rad ich hab. Ich fahre mit dem Monatarrad durch die Hansestadt. Ich fahre mit dem Monatarrad durch die Hansestadt. Ich fahre mit dem Monatarrad durch die Hansestadt, damit ein jeder sieht, was für ein geiles Rad ich hab. Nur noch laufen, Thunderbirds. Der Bundi fährt ein Panzer. Mir doch scheißegal. Ich bleib bei meinem Bonanza. Nur noch laufen, Thunderbirds.